Folge 11 zu Let's Play Robocraft. Willkommen zurück. Wieder bin ich alleine. Wieder muss ich hier noch ein bisschen weiterkämpfen, damit ich denn halt hier meine Läufer hier endlich produzieren kann. Das sind dann halt die hier, die ich anstrebe zu bauen. Die sollen eigentlich angenehm gut Schaden abhalten können. Natürlich werden natürlich noch besser hier solche Maglegs, die dann halt um einiges mehr Schild und auch Lebenspunkte haben. Aber na gut. Wir werden uns dann natürlich doch nochmal beimachen, um dann halt ein diesen hier nochmal ein bisschen aufzupolieren. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, dass ich hier drei solche Sniper, also solche Railguns ranklatsche und hier hinten dann halt, ja, diese Flugabwehrkanone drauf klatsche. Und dann wollte ich mal gucken, ob das so funktioniert. Bleibe ich wieder weiter hinten, versuche dann halt von weit weg in die gegnerischen Reihen reinzuballern. So, dann nehmen wir mal auf Inventory. Dann suchen wir uns mal diese Dinger hier aus. Dann wechseln wir also automatisch auch in die, ja, in die, in den Baumodus von Robocraft. Und da machen wir jetzt auch weiter. An und für sich wollte ich jetzt mal gucken, ob das denn funktioniert, wie ich das mir so vorstelle. Und zwar, dass ich jetzt hier halt diese Sniper-Dinger reinklatsche. Die werde ich natürlich als Hauptbewaffnung reinsetzen. Dann habe ich natürlich noch das Problem, dass ich hier nochmal irgendwas machen muss. Und zwar nehme ich mal hier das weg. Nehme ich das hier weg. Und dann baue ich hier mal so eine kleine Erhöhung ran. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ab hier würde es funktionieren. Okay. Dann bauen wir hier wieder alles zu. Dann haben wir hier drei Sniper. Und da hinten werde ich dann halt noch eine Erhöhung ranbauen, wo ich dann halt, ja, hier die dicke Flak ranbaue. Aber es scheint so, als hätte ich hier nicht noch Platz. Also muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten anstelle. Nehmen wir mal nochmal hier die Aero-Flak. Ach so, ich habe nicht genug Punkte. Verstehe. Nehmen wir mal ein bisschen was weg hier. Jetzt sind wir schon bei 1000. Wie nimmt denn das Ding ein, dass ich den nicht ranbauen kann? Das Ding nimmt 300 P-Flops. Aber irgendwie, eigentlich habe ich genug. Ach so, ja. Der Robot-Part hier. Der stört. Ja, dann müssen wir weiter nach hinten bauen. Und jetzt versuchen wir nochmal. Da ist er. Hier würde es erst. Ja, sieht aber scheiße aus. Ja, vielleicht können wir den noch ein bisschen auskleiden, indem wir jetzt hier und hier hinten so ranbauen. Und theoretisch müsste das jetzt so ähnlich funktionieren. Jetzt haben wir natürlich noch 1458 insgesamt. Dann könnten wir also noch mal ein bisschen was mit Schilden arbeiten. So. Über die hier. Über die hier. Achso, jetzt ist schon wieder vorbei. Na gut. Ja, in der Theorie, in der Praxis sieht natürlich immer so ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir 1528. Wie viel nimmt denn jetzt halt? Wie viel haben wir überhaupt insgesamt? 1535. Dann werden wir mal nochmal ein bisschen mit Schrägen arbeiten, würde ich sagen. Damit wir die voll kriegen. Wir wollten ja sowieso hier noch schnell was voll kriegen. Dann sind wir bei 31. Dann machen wir hier nochmal was hin. Dann sind wir bei 33. 35. Und dann ist vorbei. Gut, sieht natürlich jetzt sehr unförmig aus, was jetzt das mit den ganzen Sniper, also mit den Railguns und der Flak hier betrifft. Aber, naja, was soll's. Da wollen wir jetzt einmal durch. So, dann werde ich mal kurz versuchen, nochmal ins Main-Menü, muss ich ja jetzt leider. Weil vorher war es natürlich so, dass er gleich gewechselt ist, aber naja, das ist halt mit dem
Patch halt so gewesen. Gut, dann wollen wir mal ein Team-Deathmatch machen und mal gucken, wie wir uns jetzt hier machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, wie gesagt. Jetzt habe ich natürlich 5 Minuten schon dafür verbraten, für die Anmoderation und den Umbau meiner Spinne. Und ja, eine Spinne hat eigentlich 8 Beine. Ist mir natürlich bewusst, aber naja, 4 ist ja auch okay. Ist halt eine halbe Spinne. Ich kann das Ding ja auch Krabbler nennen, von daher passt das ja eigentlich. Und wollen wir mal hoffen, dass jetzt noch genug Spieler da sind, weil wir haben es jetzt früh morgens um 6 Uhr. Bin ja wieder sehr zeitig aufgestanden. Und meine Brille ist ein bisschen dreckig. Wo ist mein Brillenputztuch? Bin ich ja dummerweise mit der Hand rangekommen und dann habe ich natürlich kein HD mehr. Jetzt, naja, wie gesagt, muss ich noch mal ein bisschen was ändern. So, jetzt sehe ich wieder besser. Gut. Also noch sind nicht so viele Spieler da, so wie es mir scheint, weil wir sind schon über die doppelte Zeit der durchschnittlichen Wartezeit. Aber na gut. Wir schauen mal. Der Raketenwerfer wäre natürlich auch interessant. Oh, jetzt sieht es ja schon los. Gut. Naja, der Raketenwerfer wäre natürlich auch interessant, weil von weiter Ferne aus mit Raketensalven raufballern. Teclis meinte ja schon, ja, die Raketenwerfer sind eigentlich nur dafür da, um zu nerven. Aber na gut. Wir geben uns also erstmal in hinterster Position und dann halt zu nerven. Ihn am besten gleich mal hier so hoch. Kill the enemy team to win. Ich hoffe einfach mal, dass wir trotzdem hochkommen. Und wenn sie jetzt keine Flieger haben, dann ist es halt so. Wir haben auf jeden Fall einen Flieger und wir wünschen aufgedeckt von wem. Spotted. Okay. Spotted. Also wenn ich jetzt denken würde, dass wir da nicht hochkommen, alles klar, weiß ich, die sind zu schwer. Spotted. Sind echt zu schwer für sowas. Na gut. Und dann werden wir uns mal, wie gesagt, erstmal den Hintergrund aufhalten. Flieger gibt es hier auf der Gegnerseite nicht. So wie es mir jetzt scheint. Und hochkommen tun wir auch nicht. Spotted. Dann müssen wir uns jetzt mal ranhalten. Den Kill haben wir vom Gegner schon gekriegt. So dass wir dann halt jetzt noch in Führung sind. Aber es sieht jetzt noch nicht so gut aus. Oh, und jetzt kannst du nicht mehr schießen. Müssen weiter nach hinten. Spotted. Ja. Komm mal nochmal hoch, du. Okay. Ist nicht so einfach. Der hat so auf jeden Fall die Flak weggeschossen. Na gut. Spotted. Spotted. Ja, du mich auch. Wir sind echt zu schwer für sowas. Na gut. Wahrscheinlich muss ich die Beine nochmal anders bauen, weil ich sehe ja schon hier vorne alles klar. Leider zu kämpfen. Die blockieren mehr oder weniger. Spotted. Ah?
spotted. Ah, komm schon, komm mal weg, 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 weg. Ja, jetzt halt natürlich das dicke Problem, dass ich hier spotted. Einfach nie wegkam. Gut, okay, dann muss ich nochmal an meinem Bot nochmal ein bisschen rumprobieren. So funktioniert natürlich nichts. Alles klar. Ja, wir sehen Bescheid. Dieser Nervbolzen da oben. Spotted. Ein bisschen die Umgebung in Auge behalten. Der Typ kommt bestimmt gleich wieder. Der will nämlich seinen Dings aufladen. Spotted. Ja, komm doch. Vielleicht sollte ich mir einfach mal ein bisschen mehr trauen. Spotted. Spotted. Ja, Leute, hier und so. Ja, 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 komm, machen fertig. Nein, der hat mich noch gekriegt. Sniper Delta hat mich gekriegt. Achso, aber der ist ja gerade gestorben. Spotted. Wir haben so weggekriegt. Na super. Spotted. Na gut. Aber macht das eigentlich recht gut, weil Spotted. Spotted. Ah ja. Wie wär's, wenn du den mal bekämpfen tust hier? Ja, so sieht's besser aus. Spotted. Spotted. Nope. Er hat's mich doch nochmal in die Rafft. Jetzt steht es ja schon 7:12. Und an meinen Bot muss ich unbedingt nochmal arbeiten. Also seht ihr jetzt hier so gar nicht. Ich bin überhaupt keine Unterstützung für mein Team hier. Vielleicht hätte ich den ja auch mal testen sollen und so, weil wäre vielleicht besser gekommen. Spotted. 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 Na gut, ihr kriegt halt den jetzt gerade natürlich nicht. Wir holen aber jetzt auf, jetzt stehst du 9:13. Da ist einer, der könnte vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen. Und hier drin ist auch noch einer, der auf den Latz braucht. Ja,
Spotted. 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 Ja, okay, alles klar, du bist ein Held. Ja gut, hat er gut gemacht. Alles klar. So, jetzt. Ich bin ja jetzt hier ohne Kill, ey. Was ist denn hier los? Das sah früher mal ein bisschen anders aus. Ach, liegt wahrscheinlich daran, dass der Meiner jetzt gerade nicht so schnell ist hier. Ach, verdammt. Nee, wirklich, da muss ich noch mal ein bisschen was umbauen hier. Weil so wie es gerade ist, gefällt es mir nicht. Vielleicht sollte ich auch noch mal mit Plasma arbeiten oder so. Spotted. Und jetzt werden wir hier auseinander genommen. Nee, echt, ich bin ohne Kill hier rausgegangen jetzt gerade. Das ist scheiße. Ach, na gut, okay. Da muss ich nochmal ran. Aber jetzt seht ihr erst in der nächsten Folge. Lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal und haut rein. Wie gesagt, tschüss. Ich werde jetzt mal in der Pause nochmal ein bisschen rumbauen hier. Bis denn. Ach ja, siehst du, die Beute können wir nochmal sehen. Okay, alles klar. Ein paar Radar-Receiver. Können wir gleich mal verschrotten in der Folge. Warum nicht? Erstmal hier die Radar-Receiver. Ist jemand der hier gewesen und zwei davon. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir davon auch noch einen loswerden. Jetzt sind wir wieder bei 1196 mehr. Damit könnten wir uns unter Umständen schon mal das erste Maglek holen. Vorher wollte ich nochmal den hier recyceln, weil den brauchen wir auch nicht. Dann sind wir bei 9811 und dann können wir hier das erste Teil schon mal bauen. So, dann haben wir das schon mal. Und ja, in der nächsten Folge machen wir nochmal ein bisschen Farming. Und dann suchen wir uns mal die Möglichkeit, nochmal ein paar Maglex ranzukriegen. Gut. Also, bis dann.